Halli, hallo, Hallöchen. Wir machen wieder ein kurzes Infovideo zum Multiplayer-Spiel. Und zwar spielen wir auf der Karte Porta Westfalica. Das wäre hier der Spielname. Karte Porta Westfalica. 10 Leute können mitspielen. Sprache Deutsch. Hier unten haben wir nochmal zu stehen. Die Karte. Kein Passwort aus. Es ist mit Passwort. Sprache Deutsch. Spiel ist nicht voll aus. Maximal 10 Spieler. Und nur schon installierte Mods DLCs. So, wir werden mal hier auf Details gehen. Und da sehen wir, es ist ein bisschen mehr geworden. Wir haben noch reingenommen den Krone Big X 1100 Pack. Alles bei Mod Hub zum Runterladen. Das Horsch. CTF hatten wir schon das letzte Mal mit bei. Auch bei Mod Hub zum Runterladen. Das Kotte Pack. Das auch bei Mod Hub zum Runterladen. Das Defend 1050 oder 1000. Hier auch bei Mod Hub zum Runterladen. Dann haben wir noch HW80 Anhänger. Auch bei Mod Hub runter zum Laden und ein Glas Aktion 900. Das wäre es eigentlich. Hier unten ist noch die Karte, auf die wir spielen. V6 steht bei mir. Sollte eigentlich die V5 sein. Eigentlich die neueste, was es momentan gibt. So, dann gehen wir mal zurück. Dann können wir hier auf Start drücken. Da sehen wir auch das Passwort MZ8022. Einfach Start drücken. Und wenn man da natürlich alle Mods installiert hat, so wie es da steht, dann ist natürlich das gut, dann fängt es an zu laden und man kann dem Spiel beitreten. Es wird circa 20 Uhr beginnen, das Spiel. Und es wird dann auch erst kurz davor die Karte freigegeben zum Spielen. Also nicht schon dann schauen. Oder dann versuchen, wenn das Video online geht, sondern erst dann so um 20 Uhr am Abend. So, und wir schauen mal, wie haben wir das letzten Samstag schon gemacht, wo wir stehen geblieben sind. Wir haben da noch ein paar Traktoren auf dem Hof, wo wir vielleicht doch ein, zwei verkaufen sollen würden. So, wir haben schon einige gekauft. Die kommen dann irgendwo. Hier sind wir am Mais ernten. Da steht der Drescher noch auf dem Feld. Hier sind noch ein paar Traktoren, die wir gekauft haben. Wir haben hier einen Case gekauft. Optum, glaube ich. Oh. So, ich muss mal aussteigen. So, ein Case Optum. Da wollten wir noch ein Gewicht dazu kaufen. Dann haben wir hier einen kleinen Fendt 724. Und damit waren wir das letzte Mal pflügen. Genau, das sind die Geräte. Jetzt werden wir da ein bisschen ändern hier. Und zwar die kleinen Traktoren, bin ich der Meinung, da werden wir nicht so viele von brauchen. Und da werden wir doch welche verkaufen. Wir haben jetzt, muss ich mal schauen. Wir schauen am besten bei der Garage, wie viele Traktoren wir haben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Das ist richtig. Okay, wir haben 8 Traktoren. Genau so sieht's aus. Wir haben da schon einige Sämaschinen. Großen Grubber, ein paar Anhänger, aber das gefällt mir alles nicht so richtig. Ein Traktor steht nämlich, glaube ich, noch. Genau, einer steht hier auf dem Hof. So. Ich weiß nicht, welchen wir verkaufen sollen. Ob wir überhaupt davon einverkaufen sollen. Auf jeden Fall würde ich erstmal eine größere Sämaschine besorgen. Und zwar haben wir natürlich. Schauen wir bei Sonderangebote. Nee. Wir haben natürlich gar kein Geld. Ich muss mich natürlich einloggen erst.
Und zwar muss das der Administrator machen. Jetzt muss ich mal schauen, wo habe ich mir das aufgeschrieben? Vielleicht so. Nein, so passiert gar nichts. Vielleicht muss ich es anklicken. Also. Wahrscheinlich so. Okay, und jetzt haben wir da auch Geld. Genau, also wir lassen mal die Traktoren noch da stehen. Vorsichtshalber verkaufen wir dann später. Sonst haben wir schon alles hier ziemlich dabei. Jetzt wollten wir schauen, Sonderangebot ist nichts. Eine größere Sämaschine hätte ich ja gerne. Wir haben extra das Horsch DLC mit reingenommen, damit wir da was Großes kaufen könnten. Und zwar wären genau das die hier. Also wir kaufen das einfach mal. Die erste Sämaschine. Und die zweite noch dazu. Okay. Dann haben wir ja auch neue Mods reingenommen und die wollen wir nicht irgendwie bloß reinnehmen und da warten. Nein, wir schauen gleich, damit wir die natürlich aktivieren können. Und zwar haben wir ein Class Axion 900, dann würden wir den erstmal nehmen. Der hat jetzt 320 PS. Den könnten wir noch bis auf 410 PS. Dann hat er auf jeden Fall genug. Der kostet auch eine richtige Stange Geld. Breitreifen vielleicht, Schwarzanteil, Chromanteil. Sonst würde ich den so lassen. Kaufen, jawohl. Also das Geld wird natürlich ruckzuck weg sein hier. So, wieso haben wir denn eigentlich die da drin? Also da ist noch der Tausender Vario. Den nehmen wir auch mit 517 PS. Standard Radgewichte Zwillingsbereifung. Standardbereifung. Okay. Nehmen wir das mal so. Boah, der kostet aber richtig Geld, ey. Okay. Ich weiß nicht, ob die noch damit dabei sind zum Fendt. Die habe ich eigentlich nicht aktiviert. Okay, das waren erstmal die beiden Traktoren, was noch dazugekommen sind, die jetzt hier auch auf der Karte dazugekommen sind. Da muss ich mal schauen. LKWs haben wir nämlich noch gar nichts drin. Genau, und was wir noch haben, eigentlich den Big X 1100 hätten wir da auch mit reingenommen. Und ja, ich würde sagen, den kaufen wir auch dazu. Dann hätten wir schon das richtige Gerät zum Häckseln. So, genau, das Teil noch dazu. Okay, dann schauen wir uns die ganze Sache noch an. Was wir eigentlich noch haben? Habe ich natürlich vergessen. So, wo ist denn das jetzt hier? Wo sind die neuen Geräte hin? Da stehen sie alle rum. Genau. Okay, wir haben Häcksler, zwei Traktoren, zwei Sämaschinen dazu. Eigentlich schon könnte man die Sämaschinen passend zu den Traktoren gleich da vorspannen. Würden wir vielleicht noch ein Gewicht dran machen. Kaufen wir noch gleich Gewichte. Müssen wir schon so 1000 Kilo wäre schon nicht schlecht. Okay. Nehmen wir da noch ein 1500 Kilo. Okay, das ist jetzt ja schon mal ganz gut. Und ich hätte ja noch ein paar Anhänger mit reingenommen. Wir haben ja da noch die HW80 Anhänger. Die mag natürlich keiner, weil es Drehschemel sind. Ich mag die aber. Und ich würde mir da selber auch zwei von kaufen. Und ich würde die da nehmen.
Räder Standard Pneumant. Metall. Okay, nehmen wir mal ein. Okay, die kosten ja nicht die Welt. So, was haben wir noch? Taurus Pflegebereifung Standard. Ja, wir nehmen da dieselben. Ja, wir nehmen da andere. Wir nehmen da solch einen. Okay. Kaufen. Jawohl. Okay. Also jetzt haben wir da die Mods. Alles, was wir mit reingenommen haben, jetzt neu dazu. Außer die hier. Also ein Glas, den Fendt, den Häcksler mit Mähwerk, paar Gewichte und ein paar neue Anhänger mit verschiedenen Bereifungen. Ganz cool, finde ich natürlich. So, das bringe ich mal zum Hof. So, genau. Erstmal den Häcksler. So, dann haben wir schon fast unser ganzes Geld ausgegeben. Wir haben 5 Millionen gehabt, haben jetzt noch 1,1 Millionen auf dem Konto. Und das natürlich recht wenig geworden. Dafür, damit wir da. Ja, so viel Geld zum Anfang hatten. Wir haben natürlich ordentlich Felder gekauft. Das haben wir gemacht. Wir haben da auch schon Traktoren gekauft. Und jetzt haben wir da halt noch mehr Traktoren. Und jetzt sollte eigentlich jeder irgendwas finden, der mitspielen will, was ihnen gefällt. Und ja, wenn wir dann natürlich denn das ordentlich spielen hier. Boah. Dann kriegen wir natürlich auch Geld dazu und dann können wir auch wieder investieren. Da kann man dann wieder auf das nächste Gerät natürlich sparen. Jetzt wollen wir dann erstmal am Community-Spiel werden wir da unsere Feldarbeiter machen. Wir werden die Felder bestellen und schauen, damit wir sobald wie möglich da Gewinn machen können. So, also hier neues Gerät. Wir müssen dann natürlich auch ein Feld machen mit Mais, wenn wir das schon so ein Teil haben. Würde sich natürlich dann auch anbieten. Da bin ich ein bisschen zu schnell. Okay, und ich möchte gleich noch die Anhänger mitnehmen. Dann nehme ich gleich mal noch den Waltra mit. Dann könnte ich meine Anhänger mitnehmen. Die ganzen andere Geschichte holen wir dann natürlich auch. Und dann freue ich mich eigentlich da wieder mit euch zusammen zu spielen. Es wird dann auch TeamSpeak vorhanden sein. Und alle Mods, alle Links zu den Mods und der Link zum TeamSpeak wird nachher unten in der Videobeschreibung zu sehen sein, damit ihr nur noch draufklicken müsst und sagen könnt, okay, installieren. Das wäre eigentlich der Plan. So, seht ihr, jetzt wollte ich vorhin schon einen Traktor verkaufen. Jetzt haben wir da wieder alle im Beschlag und ja, wenn 10 Leute mitspielen können, brauchen wir auch 10 Fahrzeuge mindestens.
damit es hier läuft, einigermaßen. Also wie gesagt, ihr könnt mitspielen, ihr findet das Ganze unter, wenn ihr Multiplayer geht, unter Deutschland, MZ80, Porta Westfalica heißt die Karte, Passwort ist MZ8022 und ja, wenn ihr das gefunden habt, noch die Mods installieren, die richtigen, und dann geht es hier weiter. Also hier die HW80 oder HW80 Pack. So, ich muss da natürlich jetzt den anderen da noch dran bekommen. Das sieht nicht so ganz so gut aus. Hey. Konzentration. Jetzt ist wieder zu viel. Okay, geht nicht. Momentchen. Stelle ich mich aber da auch blöd an, wenn ich das da zeigen will, wie man das macht. Wieder der Vorführeffekt. So, jetzt nochmal. Oh, jetzt fahre ich noch dagegen. Meine Güte. So, was ist denn hier los heute? Ich hoffe, morgen läuft es besser. Okay, elegant ist anders, aber die Anhänger sind auf jeden Fall dran. Auch wenn es nicht so ist, nicht ganz so geklappt hat, wie ich das wollte. So. Das wäre schon gar nicht so ein schlechter Traktor hier für die Anhänger, würde ich sagen. Hätten wir da schon einen zum Abfahren wieder. Genau, und hier ist noch ein riesiges Maisfeld. Ist das meins? Ist das schon meins? Ist das jetzt das Feld 7 oder Feld 6? Ich glaube, das Feld 7. Vielleicht könnten wir doch schauen, ob wir das kaufen könnten, das Feld 7. Und dann könnten wir auch Mais häckseln. Oh, ich mag die Anhänger irgendwie. Keine Ahnung warum. Wahrscheinlich erinnern sie mich früher. Wahrscheinlich erinnern sie mich an früher. An die Zeit, wo ich noch klein war. Okay, ich werde jetzt nicht schaffen, alle Geräte hier zum Hof zu bringen, aber wir werden ja dann mehrere Leute wieder, könnten wir das zusammen machen. Wir schauen noch, ob wir das Feld kaufen, Feld Nummer 7, mit dem ganzen Mais da drauf. Das würde sich natürlich super machen hier, auch für unsere, wie nennen wir es denn? Für unser Lohnunternehmen MZ80.
So, irgendwie haben wir da Gras eingelagert und jo, okay. So, ich will mal gerne. Okay, nicht schlecht, nicht schlecht. Das auch 400. Was haben wir denn jetzt gegeben? 410 PS. Und Gewicht hat er auch. Reinsetzen können wir. Der hat sogar IC-Control. Wir können sogar das Lenkrad hier ein bisschen verstellen und wahrscheinlich hier noch einen Haufen Sachen aufmachen. Oh, da hat er das andere Gewicht noch mitgenommen. Ich wollte ja nur mal reinschauen, ob das was ist oder was oder ob das nichts ist, aber ich denke, das wäre genau das richtige Teil hier. So, dann haben wir natürlich noch den Tausender. Der hat keinen IC-Control. Der kriegt hier auch ein Gewicht. Eigentlich ein leichteres, sieht aber viel größer aus. Dann bekommt er auch eine Sämaschine. So, und da bin ich mal gespannt, wie sich morgen die ganzen Leute, morgen, genau, ich nehme das Video natürlich, das Infovideo natürlich einen Tag vorher auf, wie sich denn die ganzen Leute um die Traktoren streiten. Ich denke, alle wollen mit den Fendt fahren, aber wir werden es denn sehen. Okay, ich bedanke mich, macht's gut, bis morgen. Wie gesagt, alle Mods und Teamspeak und so gibt es nachher in der Videobeschreibung hier unterm Video. Danke, macht's gut, bis später. Ciao, ciao.